Raumverwaltung ist eins der wichtigsten Sachen im Hundetraining. Und darüber möchte ich heute einfach ein bisschen mit euch sprechen. Also, wenn dich das interessiert, bleib einfach dran. Hi, ich bin Steve Kaye vom Hundeparadies Harz, ein Experte für Rudelverhalten. Schön, dass du heute hier wieder auf unserem YouTube-Kanal eingeschaltet hast. Falls du noch nicht abonniert hast, klickst du jetzt da unten drauf und folgst uns auf Facebook und Instagram. Wir sind heute unterwegs in der Nähe von Meiningen. Also könnt ihr mal ganz kurz gucken, ist das nicht eine wunderschöne Kulisse? Fantastisch, oder? Und wir sind wieder dabei, Menschen zu coachen mit ihrem Problem. Und ich habe gedacht, ey komm, Wetter ist geil, Landschaft ist geil, wir drehen heute hier mal ein YouTube-Video. Und ich möchte euch ein bisschen mitnehmen bei dem Thema Raumverwaltung. Viele verstehen das gänzlich, dass Hunde so räumlich denken, aber halt, sie denken es nicht zu Ende. Und das fällt mir halt immer wieder auf, dass sie die Kleinheiten im Alltag halt nicht sehen. Das war auch bei der Familie jetzt so, wo wir waren, wo wir sie quasi gecoacht haben. Da ging es so ein bisschen um die Küche verwalten, ne? Es ging ein bisschen so darum, wie gehe ich denn eigentlich aus dem Haus raus. Und oft üben die Menschen irgendwie etwas, sehen aber nicht diese Räumlichkeiten. Ich erkläre es vielleicht mal, warum dieses räumliche Verwalten so wichtig ist. Kann man so ein bisschen vergleichen mit auf der Autobahn. Ne? Wir sind ja auf der Autobahn lange unterwegs, PKWs, ne, fahren da so und man hat ja so einen gewissen Sicherheitsabstand. Ja? Weil es macht ja Sinn, wenn ein Auto in ein anderes drauf fährt, ist halt ein Unfall, ist halt blöd. Und so ähnlich müsst ihr euch das auch vorstellen. Hunde kommunizieren extrem viel über Räumlichkeiten und Individualdistanz. Und es macht schon Sinn, dass die Autos weit auseinander sind und aneinander vorbeifahren, weil es sonst wehtut. Das hat was mit Sicherheit zu tun. Und so ähnlich ist es auch, wenn man mit seinem Hund kommuniziert, wie zum Beispiel über eine räumliche Verwaltung, so Küche. Ich will halt einfach nicht, dass du da reingehst, halte bitte Abstand. Ich will nicht, dass du mich einfach anspringst und dir das Leckerli übertrieben aus dem Beutel selber rausholst, halt ein bisschen Abstand, weil ich bin auch wichtig. Und viele Menschen verlieren in dem Thema der Räumlichkeit ganz einfach in peniblen Sachen. Ja, da war zum Beispiel so als Beispiel, ich gehe als Erster aus die Tür raus, die Tür geht auf und Hündchen läuft einfach durch, betritt einfach den Raum, geht einfach von Garten nach draußen in einen anderen Raum und man merkt es rein thematisch jetzt nicht, also die Leute haben es nicht gesehen, weil es einfach passiert und da verliert man halt im räumlichen Denken. Und Hunde nehmen ihre Welt halt komplett so wahr, wer bewegt hier wen, wer verwaltet Raum und das ist halt ganz spannend. Und wenn man das halt nicht weiß, darum geht es erstmal, das zu wissen, ja, verliert man ganz viel im Hundetraining. Warum zum Beispiel? Das ist auch, wenn du andere Orte aufsuchst, also andere Räumlichkeiten. Das heißt, du willst mit deinem Hund jetzt irgendwas trainieren, den Rückruf, und gehst aber weg von deinem normalen, gesicherten Weg in eine ganz andere Gegend, zum Beispiel in eine Stadt. Viel zu viele Einflüsse, ganz anderer Raum, ganz andere Thematik und schon funktioniert nichts mehr. Es ist ganz oft so. Die Menschen gehen auf eine Hundewiese, wollen irgendetwas von ihrem Hund verstehen, aber das räumliche Denken nicht. Sind auf einer Hundewiese, ganz viele Hunde rennen da rum, alle Leute stehen, gucken, ja, freuen sich, oh, guck mal, wie schön die Hunde spielen. Und dein Hund rastet aus zum Beispiel. Hatten wir jetzt erst so bei einem unserer Coaches, der Hund rennt und rennt und rennt und dann versucht man da über einen Rückruf, ein Abbruchssignal und alles funktioniert nicht. Ja, weil man das räumliche Denken nicht versteht. Wenn ich einen neuen Raum betrete, da sind ganz viele drin in dem Raum, dann kommen ganz andere Thematiken auf. Und das finde ich ganz, ganz spannend, weil viele das einfach nicht zu Ende denken. Sie verstehen das so halb. Ja, ich soll als Erster durch die Tür gehen. Ja, ich sollte vielleicht mal eine Ruhezone. Ich sollte. Aber Hunde denken den ganzen Tag so. Den ganzen Tag denken sie räumlich. Und wir haben es heute wieder bei der Familie gemerkt. Man ist oft selbst betriebsblind. Man sieht das gar nicht mehr. Man glaubt, etwas zu wissen. Man glaubt, etwas umzusetzen, es findet aber tatsächlich gar nicht mehr statt. Und deswegen macht es Sinn, wenn man da einfach Hilfe hat, wenn man mit Videoanalysen arbeitet und einen Coach an der Seite hat. Und falls du das nämlich willst, weil du eine richtig gute Beziehung willst, weil du wirklich das verstehen willst, im Kern, im Alltag, bist du bei uns genau richtig. Gehst auf www.steve-kaye.de und bewirbst dich zu einem kostenlosen Beratungsgespräch. Und dann wirst du sehen, dass wir dir die Augen öffnen, die Brille mal abnehmen, unsere draufsetzen und du im Alltag trainierst. Nicht auf einer Hundewiese, sondern in deinem Alltag. Ich freue mich. Jemand aus meinem Team wird sich dann bei dir melden. Bis später, euer Steve. Ciao!